Hallo. So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh, er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Na, jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Ja. Das gute alte Liebesleben. Hier wurde auch flachgelegt, aber nicht von der Frau, sondern von dem Zug. Na komm, steh auf. Quäl dich weiter. Wir haben noch viel vor uns. So. Dann hier rüber. Kollege. Und weiter geht's. Na komm, hab dich nicht so. Okay, ich würde vielleicht am Boden liegen und heulen oder sonst was. Ah, du kriegst doch in dem Spiel noch so viele Kugeln ab, da wird die eine Schusswunde dich auch nicht umbringen. Ist was im Schnee. Hauptsache die Deutschen drei, oder? Ja, es ist ja schon schön. 4 Monate früher und so. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein. Flynn, das sind nur Museumswerte. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Hier lang. Schweißgerät auseinandergenommen. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht.
Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay. Und den hier nehm ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Nicht mein Abschiedskuss. Das ist eine Unart. Chloe. Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Hat der Untertitel jetzt überhaupt nicht zum Spruch gepasst. So, dann mal los. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? Ein tolles Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. Wie in alten Zeiten, oder? Ja. Wann waren die noch gleich? Ups. Hier hoch. Da rüber. Der Sprung sieht jedes Mal aus, wie ob er kurz vorm Runterfallen ist. Warte mal. Das kann nicht sein. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Hallo. Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin. Hoch, 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 hoch. Wie Papa Errol, was? Oh, Schattenspiele. Na, Flynn. Was soll das? Hilf mir einfach. Ja, kann kein Vogel machen. Los geht's. Und erstmal abwärts. Dann ruf hier. Fast da. Bist du bereit? Hey, Louis. Ach, Fleiß kein Preis. Gut, gut. Auf geht's. Alles klar. So, keine Ahnung, ob man das jetzt Kellerbereich nennen kann oder was auch immer. Greif mal die Leiter da oben. Auf jeden Fall sind wir jetzt unterhalb vom Museum. So. Hab sie dir runtergeworfen. Ja, runtergeworfen. Wieso hängt sie dann noch? Ja, die deutschen Übersetzungen sind auf jeden Fall nicht schlecht, aber okay. An manchen Stellen hakt es. Hier geht's zum Hof. Nein, da gehen wir nicht lang. Ach, ich brauche meine Haut noch. Okay, hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Vielleicht findest du es ja. Drehen wir doch hier mal dran rum. Ne. Gut. Und weiter geht's. So. Und spring. Also ich finde die Animationen ja bombastisch, aber manche Stellen, das sieht das schon wirklich extrem ulkig aus. Aber später achtet man da auch nicht mehr so drauf. So, Deckung. Ich habe zwar jetzt keinen Kreis Entschuldigung, schon ziemlich spät. Ich habe jetzt zwar keinen Kreis gedrückt. Hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Ich bin noch hier, oder? Aber wenn es denn klappt, dann klappt's. So. Wird er uns gleich was sagen? Abgeschlossen. Zum Glück bin ich auf sowas vorbereitet. Ich bohre nicht nur in meiner Nase, Kumpel. Moment. Das ist eine Alarmanlage. Die war letztes Mal noch nicht an. Oh, klasse. Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden. Rot ist das Licht. Es muss hier irgendwo sein. Gut. Machen wir es einfach mal so. Folgen dem roten Kabel. Müsste man ja eigentlich sehen.
Okay, ab. Selbst hier sehe ich nicht mehr wirklich. Gut, dann hoffen wir doch mal, dass Drake seine, ja, wie soll man nennen, Draht, Schere, Schneider, was auch immer, mit hat. Und entschärfen doch mal dieses Ding. Oh. Neuerdings gibt's Drähte im Schalterformat. Gut, wir sind drin. Höchst interessant. Mist. Den nehme ich. Gut, dann Aufi. Und Jake. Ein Nackenplatzer in der Sonne gefallen. So, geht's hier weiter. Da ist der Turm. Ja, aber wir müssen übers Dach und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Okay, dann los. So, dann weiter. Ja, ich hab's langsam verstanden mit diesen. Na. Achso, Kamera spielt ja auch eine Rolle. Ja, nicht räuspern. Boing. Wir müssen auf den Balkon da. Wir können auf das Tor klettern. Okay. Alles klar, wenn du sagst. Das ist noch die Vorgeschichte, also es ist noch alles einleitend, könnte man das sagen. Ich glaube, dann haben wir sie doch noch zusammen. Sah doch wieder aus wie Jackie Chan. Mr. Nobody oder sonstiges. So, dann müssen wir kommen. Dann vorwärts. Oh, das war knapp. Das war fast in die Hose gegangen. So, gutes Nächtle. Na komm. Licht aus. Und natürlich mit einem Licht liegen lassen. Kriegt noch ein bisschen Farbe. Das war knapp. Oh ne, wir sind hier rüber. Alles klar. Nu? Ah ja, wir stehen alle beide davor und passiert nichts. Ja, wie auch immer. Okay, wenn wir das anheben, können wir drunter durchkriechen. Hey, hey, nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na toll. Nimmst du das? Mal klar. Warte. So, wo müssen wir jetzt hoch? Da ist der Schalter. Alles klar, also hier lang. Einmal springen und noch einmal springen. Die Wache kriegt uns nicht mit. Einmal frei und wieder Kabeln schärfen. Klick. Okay, ist aus. Ja, ja.